Flederei bewahrt werden. Für eine Kirche im Nürnberger Stadtteil Schweinau schaut's gar nicht gut aus. Da könnte vielleicht die Abrissbirne tatsächlich kommen, wenn nicht bald was geschieht. Und das bei einem Gebäude, das von einem der wichtigsten Kirchenarchitekten der Nachkriegszeit entworfen wurde. Die evangelische Kreuzkirche im Nürnberger Stadtteil Schweinau St. Leonhard. Ein bedeutendes Beispiel für die Baukunst des renommierten Architekten Olaf Andris Gulbrandsson. Doch die Kirche ist geschlossen, das Dach einsturzgefährdet. Die Tragekonstruktion ist identisch mit der im Dach der Eissporthalle in Bad Reichenhall, das 2006 einstürzte. Deshalb wurde die Kirche vor 3 Jahren dicht gemacht. Gottesdienste werden nun im benachbarten Gemeindesaal gefeiert. 2 Millionen Euro würde die Reparatur der Kirche kosten, Geld, das die Gemeinde nicht hat. Deshalb steht die Kirche einfach leer, wird nicht mehr geheizt und von Tag zu Tag baufälliger. Jürgen Kraus gehört zur Gemeinde der Kreuzkirche und findet diesen Zustand unfassbar. Das kann man nicht einfach verrotten lassen, als die Herrschaften haben überhaupt keine Achtung vor der Leistung dieses Mannes. Allein deshalb müsste man doch als Pfarrer, Dekan oder Bischof so viel Hochachtung vor anderen Menschen und vor deren Lebensleistung haben, dass man die einfach versucht zu schützen oder zu erhalten und dafür auch zu kämpfen. Es hilft nicht, wenn man immer nur sagt, es geht nicht, es geht nicht. Was Kraus stört, in der ukrainischen Partnergemeinde Odessa wurde jüngst eine Kirche für 7,1 Millionen Euro wieder aufgebaut. Den Großteil hat die evangelische Landeskirche Bayern bezahlt. Dort den Gönner spielt, laufend zu Konsultationen unterfährt und sich feiern lässt. Und bei uns wird die Kirche verrotten lassen. Es passiert ja nichts, da wird nicht geheizt und nichts. Es regnet weiter hinein und das kann es einfach nicht sein. Dekan Dirk Wessel sucht seit Jahren nach einer Lösung für seine marode Kirche. Er hatte sogar Pläne für eine Open-Air-Kirche ohne Dach im Sinn. Doch auch die hätte 1 Million Euro gekostet. Wir sehen leider jetzt momentan als Kirchenvorstand keine Möglichkeit, hier irgendwie finanziell einzusteigen. Das ist völlig unmöglich. Das übersteigt unsere Möglichkeiten bei weitem. Es gibt derzeit überhaupt keine Pläne, was mit dem maroden Kirchenbau passieren soll. Mittlerweile hat der Kirchenvorstand schon die Orgel verkauft nach Odessa. Für Jürgen Kraus ist klar, sollte nicht endlich eine tragfähige Lösung für das Gotteshaus gefunden werden, droht der Kreuzkirche vielleicht schon bald tatsächlich die Abrissbirne. Damit sind wir doch schon mittendrin in den Geschichten, die uns bewegen. Frank Strehrath hat noch ein paar hinzuzufügen. Die wichtigsten Meldungen des Tages in Franken Kompakt, Teil 1.